Eine geballte Ladung Schönheit stolziert mit den neuesten Kreationen von Designerin Lisbeth Egli über den Laufsteg. Die Modeshow, die Trends vom Frühling und Sommer zeigt, ist nicht nur ein spezielles Fashion-Event, sondern sozusagen ein Klassentreffen der Gewinnerinnen von Miss Schweiz-Wahl. Über 20 Jahre ist es her, als Carina Berger die Wahl gewonnen hat. Ich fühle mich heute wohler in meiner Haut als damals. Damals habe ich das Gefühl, ich muss etwas spielen und heute bin ich einfach das, was ich bin. Ja, eigentlich bin ich schon mehr die organisiert. Also ich mache das noch ganz selten, dass ich eine Modeschau laufe. Und auf der anderen Seite denke ich eben, es gibt ja Frauen auch in meinem Alter, die Kleider kaufen, die wollen es dann nicht unbedingt nur immer an den ganz Jungen sehen. Die Jüngeren müssen hey luftige Sommerkreationen und farbige Abendkleider präsentiert. Mit jugendlichem Charme über den Laufsteg zu schweben, geniessen die Schönheitsköniginnen in vollem Zug. Doch auch sie sind sich bewusst, dass sie Tag für Tag ein bisschen älter werden. Und haben schon eine gewisse Vorstellung, wie ihr Leben mit 60 in dem soll aussehen. Dann habe ich ehrlich gesagt gerade die letzte überlegt. Dann habe ich gedacht, ja, weil meine Haare sind zuerst ein bisschen grau, zuerst ein bisschen klein, buckelig und so. Jetzt sind wir momentan, freue ich mich auf die erste Welt, aber ich glaube, irgendwann ist das nicht mehr so. Ja, so also Großmutter, ich hoffe, also mit zwei Kindern, vielleicht noch große Kind, das wäre super. Mit, also verheiratet, ja, gern. Und in einem kleinen Appartement und ich werde viel reisen. Mit 60, ich denke, mit ein bisschen Falten. Und wo, ich weiß nicht und ich will auch nicht wissen. Ich will einfach mich, ich lasse mich überraschen, von was es kommt. Und wenn sich das Alter tatsächlich im Gesicht davon zeigen, wird das die meisten Missen nicht stören. Trotzdem, eine Schönheitsoperation schliessen sie nicht grundsätzlich aus. Momentan bin ich absolut dagegen, auch gegen Botox und so, aber ich weiß nicht, wie ich dann dazu stehe mit 50. Aber ich finde einfach, es ist einfach nicht gut, wenn man dem Schönheitsideal noch mit 50 nachrennen wird. Etwas, die Person kann nicht damit leben. Ich würde ja sagen, ich bin dagegen, aber wirklich dagegen, gegen die Mädchen mit 17 oder 18, die machen viele verschiedene Operationen, Busen und Lippen und so. Das bin ich total dagegen. Ja, es ist für mich keine Lösung. Also man sieht, also vielleicht du bist sehr schön im Gesicht, aber man sieht für die Hände, du bist 60 Jahre alt. Also für mich das wäre nicht eine Lösung. Am besten ist es also, wenn man sich auf das Älterwerden freut. Eben, so Frauen mit 40 aufwärts, die wissen viel mehr, wer sie sind und was wollen. Und ich habe das Gefühl, das macht irgendwie auch Sex. Also irgendwie, es gibt eine Ausstrahlung und zeigt Selbstbewusstheit, die vielleicht 20-Jährige noch nicht haben. Ein schöner Anblick war die Mode von Lisbeth Egli auf Allfälle. Ganz egal, wie lange jetzt der Sieg bei Miss Schweiz-Wahl her ist.